Ein US-Forschungsteam hat ein neues Modell der dunklen Materie entwickelt und eine kühne These aufgestellt. Demnach könnten die Teilchen der dunklen Materie sogar schon vor dem eigentlichen Urknall entstanden sein. What? Klicks um Science and Fiction. Hier gibt's täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Der US-Physiker Tommy Tenkanen von der Johns Hopkins University ist ebenfalls wie unzählige andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit auf der intensiven Suche nach der dunklen Materie. Doch er ist sich seiner Sache ganz sicher. Wenn die dunkle Materie ein echtes Relikt des Urknalls wäre, dann hätten Forscher längst ein direktes Signal von ihr in verschiedenen Teilchenphysik-Experimenten finden müssen. Laut Tenkanen ist also der Entstehungszeitpunkt der entscheidende Knackpunkt und zudem auch die Erklärung für alle bisherigen Fehlschläge der Physik. Und tatsächlich steht fest, trotz intensiver Suche konnten Forschungsteams weltweit keines der möglichen Kandidaten, also der Teilchen wie Axione, SIMS oder WIMS nachweisen. Keines dieser möglichen Elementarteilchen konnte bisher dingfest gemacht werden, um so die exotische dunkle Materie zu erklären. Die gängige Lehrmeinung geht davon aus, dass die dunkle Materie gemeinsam mit der Materie entstanden ist. Doch nach der Ansicht des US-Physikers Tenkanen ist das ein Trugschluss. In seiner aktuellen Studie stellte ein Modell vor, nachdem die Teilchen der dunklen Materie schon vor oder während der kosmischen Inflation entstanden sind. Eine spannende Annahme führt den Physiker zu diesem Ergebnis. Demnach beruht die dunkle Materie auf einem Skalarfeld und seinem Boson. Zu vergleichen ist das in gewisser Weise mit dem Higgs-Boson, dessen Skalarfeld der Materie ihre Masse verleiht, also das Higgs-Feld. So könnte man sich laut Tenkanen also auch den Einfluss des dunklen Skalarfeldes auf die dunkle Materie vorstellen. Diese könnte nämlich anders als gewöhnliche Teilchen schon vor oder während der Inflationsphase entstanden sein. Mit der kosmischen Inflation wird in der Fachsprache die überlichtschnelle Ausdehnung bezeichnet, die nicht nur den Kosmos, sondern auch die Materie erzeugte. Manchen Definitionen zufolge läutet die kosmische Inflation quasi auch erst das Ende des Urknalls ein. Hierbei hat sich der Durchmesser des Universums wohl in Bruchteilen einer Sekunde 100-mal nacheinander verdoppelt. Mit seiner kühnen Idee zur Entstehung der dunklen Materie ist der US-Physiker übrigens gar nicht allein und erst recht nicht der Erste mit Gedanken dieser Art. Schon andere Forschende vor ihm hatten ein Skalarfeld mit Boson als Träger der dunklen Materie angedacht. Dazu der Physiker: Wir zeigen erstmals, dass ein Skalarfeld selbst im einfachsten Fall alle dunkle Materie hervorbringen kann, ohne dass dies im Konflikt mit den Daten der kosmischen Hintergrundstrahlung steht. Die Modelle des US-Forschungsteams legen nahe, dass sich die dunkle Materie tatsächlich vor oder während der Inflation gebildet haben könnte. Die Berechnungen zeigen, dass das dunkle Skalarfeld dabei einen wichtigen Beitrag zur Strukturbildung und zur Raumkrümmung im frühen Kosmos geleistet hat. Das entspricht tatsächlich auch den bisherigen Modellen zur dunklen Materie. Dazu Tenkanen: Mit dem von uns vorgeschlagenen Szenario müssen wir zudem keine neuen Formen der Wechselwirkung zwischen der sichtbaren und dunklen Materie einführen. Schon ab dem Jahr 2022 erhofft sich der Forscher weitere Indizien und im besten Fall sogar Belege für seine neue Hypothese, denn dann startet der ESA-Satellit Euklid ins All. Das Weltraumteleskop ist tatsächlich spezialisiert darauf, die Expansion des Kosmos und auch die Ursprünge der Materieverteilung ins Visier zu nehmen, und die Verteilung von Galaxien und anderer Materie im Kosmos könnte tatsächlich wichtige Indizien bezüglich der neuen Ergebnisse liefern, denn das neue Szenario von Tenkanen und seinem Team ist keinesfalls durch Experimente der Teilchenphysik zu überprüfen. Dazu sind andere astronomische Beobachtungen notwendig. Denn falls es die dunkle Materie tatsächlich schon vor der Materie als Skalarfeld gegeben haben sollte, hätte sie wohl Einfluss auf deren Verteilung genommen. Dazu Tenkanen: Es wird sehr spannend sein zu sehen, was es über die dunkle Materie enthüllen wird und ob seine Daten uns einen Blick in die Zeit vor dem Urknall gewähren. Dunkle Materie, die Suche nach dem Unsichtbaren. Anklicken, anschauen und Raumzeit, Vlog der Zukunft abonnieren. Nur noch ganz wenige Abos bis zu 100.000. Raumzeit-Vlog der Zukunft ist also kurz vor dem silbernen Play-Button. Also hier klicken und abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.